Ja, wie geht es jetzt für Sie weiter? Wie wird man eingearbeitet als Oberbürgermeister? Na, ich sag mal so, ich hatte vergangene Woche ein interessantes Gespräch mit dem Dr. Sobetzko gehabt und Dr. Sobetzko hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Hauschild, Sie sind jemand, der als Politiker 200 Tage Zeit hat, 200 Tage, die man Ihnen gibt, bevor wir das erste Mal schauen, was Sie denn für Arbeit leisten können. Normaler Politiker hat es halt nur 100 Tage, aber Sie müssen ja davon ausgehen, bei Ihnen geht es heute Abend los und dann geht das ja bis zum 15.06. und das sind Ihre ersten 100 Tage. Und da muss ich mich tatsächlich damit beschäftigen, dass ich Köthen noch viel besser kennenlerne, als ich Köthen zurzeit kenne und die Probleme dazu kennenlerne. Erste Gespräche habe ich geführt und ich muss sagen, man muss sich immer mehrseitig informieren zu aktuellen Themen, die anstehen. Und das möchte ich auch die Zeit machen. Die 200 Tage sind längst rum, doch Bernd Hauschild hatte immer noch nicht die Gelegenheit, sein Büro hier direkt über mir im Rathaus zu beziehen. Der Grund, ein Bürger Köthens, Hartmut Stahl, hat gegen die Rechtmäßigkeit der Oberbürgermeisterwahl Einspruch eingelegt. Diese Klage ist in erster Instanz auch abgewiesen worden, doch er geht nochmal in den Widerspruch. Er hat ein Bürger sein Recht wahrgenommen, zu sagen, okay, ich bin mit der Durchführung der Wahl nicht einverstanden und hat dann geklagt gegen die Durchführung der Wahl. Und dazu gibt es ja eine Entscheidung, zumindest das Gericht. Und nun muss man sehen, wie es dann weitergeht. Aber das ist das, wo ich sage, jedem steht die Möglichkeit offen. Er hat sie genutzt und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Diese Anfechtung, der Widerspruch der OB-Wahl ist rechtens. Wir als Fraktion haben ja diesen Prozess von Anfang an begleitet. Es sind Fragen aufgeworfen worden, die berechtigt waren und berechtigt sind. Und es ist ja nicht nur der Herr Stahl, der dagegen moniert hatte. Es waren ja am Anfang drei, die Widerspruch eingelegt haben. Ja, und dadurch wir als Fraktion hinter diese Widersprüche natürlich stehen, um eine Rechtsklarheit zu erhalten. Herr Stahl nutzt die ihm gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten zur Anfechtung der Wahl. Ich würde ihm persönlich raten, keine weiteren Verzögerungen mehr eintreten zu lassen und seinen Beitrag zur schnellen Herbeiführung eines endgültigen Urteils zu leisten. Herr Stahl ist ja bloß die ausführende Person, weil eine breite Gesellschaftsschicht hier in Köthen ihn ja unterstützt. Es sind ja nicht nur wir als Fraktion. Es sind Geschäftsleute, es sind Stadträte, weil diese Abstimmung lief ja damals 15-14 im Stadtrat. Also Herr Stahl soll am Ball bleiben, so dass wir eine Rechtssicherheit auch als Stadträte denn haben, ob der Oberbürgermeister rechtsmäßig gewählt wurde oder ob die Widersprüche im Endeffekt nachher berechtigt waren oder nicht. Der Stadt Köthen und dem Amt des Oberbürgermeisters ist es sicherlich nicht hilfreich, diesen Prozess weiter und weiter und weiter fortzuführen. Nach außen hin gibt es eine merkwürdige Wirkung. Eine Stadt ohne Überbürgermeister. Nach innen haben wir den Eindruck, aus dieser schon ein Jahr dauernden Vakanz, dass es durchaus gut gelaufen ist aus Sicht des Stadtrates. Aber einige Aspekte, denken wir zum Beispiel an die Problematik des IC-Halts und der Wirkung gegenüber der Deutschen Bahn, der NASA. Da ist durchaus zu sehen, dass man, wenn man als Oberbürgermeister selbst sich engagiert, vielleicht ein größeres Gehör findet, als wenn das nur der Stadtrat beauftragte, der Stadtratsstellvertretende und andere Mitarbeiter der Stadt, so gut sie ihre Arbeit machen, tun. Insofern sage ich mal, muss man schlicht und einfach auch der Verwaltung erstmal attestieren, dass sie über diesen langen Zeitraum und über ein Jahr ist schon ein langer Zeitraum, doch aus meiner Sicht recht vernünftig ihre Aufgaben durchgeführt hat und auch vor allen Dingen hier mal der Dank an den Stellvertreter, an Herrn Frohloff, das Heft des Handelns immer in Hand gehabt. Der Stuhl des Oberbürgermeisters bleibt also vorerst verwaist. Wir wollten natürlich auch von den Köthnerinnen und Köthnern wissen, was sie von dem Thema halten. Doch dabei war zu sehen, dass sich viele gar nicht für diese Problematik interessieren und teilweise gar nicht wussten, dass es mit der Wahl des Oberbürgermeisters Probleme gab. Ich finde es immer schade, wenn wegen einem Einzelnen eine Stadt für 30.000 Leute lahmgelegt wird.
ich kann das nur noch mit Eigeninteresse oder Narzissmus begründen, aber irgendwann ist halt auch Schluss. Also ich finde es fürs Image der Stadt negativ, dass da jetzt im Moment alles noch so ein bisschen in der Schwebe hängt. Es zeigt auch leicht Querelen an und macht die Stadt unglaubwürdig. Und für mich als Geschäftsinhaber ist es schon schwierig, keinen konkreten Ansprechpartner für bestimmte Sachen zu haben, wo einfach ein Oberbürgermeister dann doch unterstützend zur Seite stehen kann. Natürlich haben wir auch Bernd Hauschild und Hartmut Stahl die Möglichkeit gegeben, sich zu der aktuellen Situation zu äußern. Jedoch nutzten diese beide nicht. Bis zum vereinbarten Termin gingen die Antworten nicht ein. In Köthen stehen mittelfristig oder standen auch schon und stehen mittelfristig sehr wichtige Entscheidungen an. Und es bedarf aus meiner Sicht dringend einer Entscheidung und dann auch die Einsetzung eines handelnden OBs. Ich bin nicht in der Position, Herrn Hauschild irgendwelche Ratschläge über seine berufliche Zukunft erteilen zu wollen. Das ist eine Situation, die er selber für sich entscheiden muss. Durchhalten und sich natürlich geistig und moralisch dann auch auf dieses Amt vorzubereiten, was er ja auch macht. Er ist ja mittlerweile auch Stadtrat geworden in der Stadt Köthen und ist also sehr aktiv. Und ja, ich denke schon, vor allen Dingen den Optimismus nicht zu verlieren. Und er ist ja angetreten, um gestalten zu wollen, um handeln zu wollen. Und insofern bin ich da also ganz guter Hoffnung. Und ich denke, er hat auch den Biss dazu, diese harte Zeit, das muss man ganz einfach auch mal so festhalten, durchzustehen. Ja, er kann im Grunde genommen jetzt nur abwarten, was das Oberverwaltungsgericht entscheidet. Abwarten ist sicherlich eine Option. Die anderen Optionen sind, den Stadtrat anzusprechen und zu sagen, wählt mich jetzt bitte oder bestellt mich auf 2 Jahre. Oder als dritte Option zu sagen, ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Oder ich stelle mich einer Neuwahl. All diese Optionen hat er, aber eine Entscheidung muss er treffen. Die können wir als Stadtrat nicht für ihn treffen. Es macht nur Sinn, das Amt anzutreten, wenn auch die Mehrzahl der Stadträte sagt, okay, wir stellen uns jetzt auch hinter diesen neu gewählten Oberbürgermeister. Und insofern denke ich, gibt es da noch ein bisschen Klärungsbedarf. Ich würde ihn nicht drängen. Das muss er schlicht und einfach für sich entscheiden. Letztendlich arbeitet er ja noch in der Stadt Südliches Anhalt. Und dann ist ja auch die Frage, wie lange das Amt dann erstmal besetzt wird.